Moin Leute und zurück. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir haben so ein Schwein ohne Flachs. Wir haben tatsächlich noch eine Tour gekriegt. Nachdem ich hier pennen durfte, das war richtig geil, muss ich sagen, von den Leuten hier. Konnte ich pennen. Ich konnte hier stehen bleiben. Heute Morgen wurde ich gleich beladen. Und diese Kokosnussmilch. Das verstehe ich zwar nicht, weil einen Kühler habe ich nicht. Aber nur gut. Wir werden mal die Abfahrtskontrolle gleich durchführen, aber erstmal werden wir zumachen. Ich würde sagen, dafür fahren wir ein Stück weiter vor, weil ne, so wird das nichts. Aber wir können aber hier anfangen. Wir können ja mal hier anfangen, das hört sich doch gut an. Das hört sich auch gut an. Rein. Totschick. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen vorfahren. Sicher, sicher, weil da passe ich definitiv nicht zwischen. So, mit O. Ja gut, soll uns jetzt nicht weiter stören. Das schaut auf jeden Fall ja sehr gut aus. Screeny weenie. Ass rein. Zumachen. So. Blinker geht. Ast rein. Oh, was soll's? Warte. Was soll's? Also, wenn ihr eine Idee habt, wie das einfacher geht, mit diesen nach links und rechts schauen, das ist die Maus. Ich habe die schon so weit runtergedreht. Aber ich finde, das ist... Ja. Warum auch immer er jetzt rausgeht hier. Das ist ja... Na gut. Aber ich finde, das geht zu schnell. Das nervt auch, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Aber wir wollen jetzt nicht rumquaken. Denn wir wollen... nach Amsterdam. Und das werden wir jetzt auch machen. Was hatten wir eigentlich an Gewicht? Das war gar nicht so viel, ne? Oh doch, 28 Tonnen, okay. 8 Stunden Restzeit, 9 Stunden Restzeit. Und wir brauchen ja nur 5. Läuft, würde ich sagen. Schön, schön, schön. Nein. Adios, amigos. Ab geht's. Grede. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Herrlich. Biege nach rechts ab. Jawohl. Dreißig.
da werden wir mal lieber nur 35 fahren. Nicht, dass wir geblitzt werden. Schön, schönes Auto. Gefällt mir. So, mein Plan ist es. Ja, wir fahren jetzt nach Amsterdam. Da! Junge! Ohne Witz! Ja, komm. Demnächst rechts ab. Es ist Sonntag, also Real Life Sonntag. Wir werden uns heute nicht aufregen. Wir werden eine gemütliche Fahrt vollziehen. Den Ruckler habe ich jetzt nicht gesehen. Der war ja quasi gar nicht da. Das war ein Standbild, Alter. Das hat der Binford nicht gesehen. Ich habe mich nicht verschaltet. Ich wollte nur einmal ganz kurz den Motor aufheulen hier lassen, damit das klar ist. Nur mal so nebenbei. Das wollen wir mal festhalten. Naja, kann ja mal passieren, ne? So, Rupp auf die Bahn. Eingeloggt, weil wir wollen ja nicht so oft geblitzt werden auf der Autobahn. Rote Ampeln, ja gut, kann mal passieren, aber ja, geblitzt werden möchte ich hier nicht, weil ich zu schnell fahre, ne? Weiß Bescheid. Danke. Friendly. Ah, muss schon rollen lassen. Was sagt eigentlich hier unser... Oh, jedes Mal dasselbe. Den scheiß Navi. Den wollte ich doch. 45,2. Da kommen wir drunter. So, wie gesagt, mein Plan ist es, das Wochenende am liebsten in Rotterdam zu verbringen. Ich muss mal sehen. Ich weiß gar nicht, ob Info zu Hause ist. Er hat aber gesagt, ich kann mir das Ding gerne angucken. Und ihr wisst, worum es geht. Hoffe, dass ich tatsächlich einen Transport organisiert bekomme. Irgendwie den T von Rotterdam nach Hamburg zu kriegen. Ich bin auch noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich Dennis losschicken würde, weil das wird über Daxter dann gehen. Dennis, ja, er will ja eh gerne fahren und warum soll er nicht auch abholen dann? Auto kriegen wir von Daxter. Ich hoffe, das bleibt noch so. So war auf jeden Fall der Plan mit Tieflader. Und dann kann er das Ding holen. Er wollte sowieso gerne fahren. Dann lassen wir ihn doch auch mal fahren. Ja, deswegen. Amsterdam, Rotterdam ist nicht ganz so weit. Sollte ich da nichts kriegen, baller ich leer runter. Das ist mir dann auch egal. Ich werde ja nochmal versuchen, mit Chris zu telefonieren. Ich weiß auch gar nicht, ob der da ist. Und dann rechts abbiegen. Der ist nicht da, der hat doch seinen... Biege nach rechts ab. Der hat doch vom Lotz den Mercedes abgeholt. Rechts halten. Also gekauft. Und dann rechts abbiegen. Recht günstig sogar, muss ich sagen. Aber wo war das jetzt? Das ist jetzt die Frage. Das kriege ich, glaube ich, nicht mehr zusammen. War der Binford?
Ich versuche ihn nachher nochmal anzurufen. Bitte links halten. Da bin ich doch, Hase. Oh, was ist da los? Ist denn da noch weiter los? Nee, bleib mal dahinter, damit die rauskommen hier. Guck mal! Ja. Siehst du, so macht man das. So macht man das. Ja. So kann man es auch machen. Warum auch immer. Genau! In Köln steckt er. Jetzt habe ich es wieder. Ja, was man eben im Kopf hat, ne? Man wird ja auch nicht jünger. Dann kann man sowas auch mal vergessen. Stimmt. Ja, zum LKW brauche ich glaube ich nicht viel sagen. Das ist ein Mercedes, ne? Braucht man nicht so viel zu sagen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Soll uns auch. Kick mal. Schön hier, Jumbo. Ist auch nur so eine Straße. Bisschen rüber, okay. Alles Gute. Jo, das ist doch mal nett. Also das ist doch mal... Finde ich schön. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, genau. Biege nach rechts ab. Ja. Bitte rechts halten. Ich komme.
da werde ich mir echt so ein richtig schönes, chilliges Wochenende machen. Naja, ne. Du kleiner Penner, du kleiner, blöder Penner. Direkt vor der Nose, das tut ja nur nicht Not, oder? So, nu? Nu? Wieso fährst du denn erst raus? Das, wenn die so dicht auffahren. Immer geradeaus. Das verstehe ich nicht, Alter. Du, denn fahr doch rüber. Piss dich doch einfach. Das war doll. Zwei Uhr wieder. Ja, alles klar. Pizza, natürlich. Was auch sonst. Das kann ich mit dir auch machen, ne? Ich weiß, was du mit mir gemacht hast. Essen könnte ich aber auch, also mit Knast habe ich ja. 45,3. Das sieht nicht gut aus. So, was Bullen unterwegs hier? Was ist denn hier, sag mal? Stimmt, noch einer. Gibt's ja gar nicht. Ein bisschen aufgeregt, was hinterher geht. Erstmal anschauen. Bin schon ein bisschen sehr aufgeregt. Geld habe ich mit. Genug Geld? Ja. Easy. Easy. Was spielen die denn jetzt alle ETS? Gibt's was Neues? Hab ich was verpasst? Nein. Was ich momentan viel verpasse, sind halt die Videos von den anderen Kollegen. Ja, bei Tom Diesel wollen wir nicht sagen, die Schlagzeile, die der ballert, da ist schwierig mitschauen. Das ist einfach so. Hau ab, verpiss dich. Bitte links halten. Richtig, Häuschen, ich bin links. 48 Kilometer. Selbst wenn ich keine Tour kriege, Fahrzeit habe ich genug, um noch nach Rotterdam zu ballern. Ich freue mich. Oh, der Moin. Na, Spiel abgekackt.
So. Schöne Skyline. Ein Träumchen. Ich glaube, ich werde hier noch mal raus und versuchen, den Wind vorzureiten. Ja, so machen wir das. So werden wir das tun. Dann kann ich mir auch gleich noch einen Snickers, Quatsch, Mars holen. Tanken wir noch? Mal schauen, was das hier kostet. Vielleicht knacken wir da noch ein bisschen was drin. 1,38. Na, tanken wir nicht. Wir werden uns da vorne jetzt hinstellen. Und dann werden wir den... Das stimmt bei euch nicht. Nee, Pause will ich nicht machen. Mach jetzt keinen Scheiß. So. Liebe Leute, ich melde mich gleich wieder. So. Liebe Leute. Ich bin wieder da. Ein bisschen müde war gerade. Aber. Also er ist nicht da, er ist unterwegs. Und. Garage ist aber auch, wenn ich komme. Den kann ich mir anschauen. Ja, aber ich. Von den Fotos her, was ich gesehen habe, ich denke mal, das Ding ist safe. Und. Ja, wir werden das machen. Definitiv. Wir werden das machen. 20 Scheine haben wir jetzt ausgemacht. Das ist fair. Hola. Danke, Kollege. Sehr freundlich. Nein! Fuck, fuck, fuck. Rechts halten und dann rechts ab. Ach, come on. Biege nach rechts ab. Ohne Lieder. Neu, würde ich sagen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, das tun wir. Was flaggert er denn so? Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig, was hier los ist. Ein Mixer. Demnächst rechts abbiegen. Jawohl.
biege nach rechts ab. Demnächst links ab. Jawohl, wir sind da. Herrlich. Biege nach links ab. Herrlich, herrlich. Wir sind heile angekommen. Was hast du denn gedacht? Wie sind heile angekommen? Also mal ganz ehrlich, Mäuschen. Ja, der war gut. Der war echt gut. Schön, dass es so hell wird. Das ist so geil, ohne Scheiß. Ein Traum. Sag mal, was ist denn jetzt hier los? So, meine Friends, wollen wir mal aufmachen den Hobel. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Perfekt. Schön ist gespannt, oder? Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Hier wollen wir mal. Ach ne, da muss ich hin. Genau. Gut, Leute, dann melde ich mich gleich wieder. So, eine Fracht gab es nicht. Das heißt, wir ballern jetzt leer. 72 Kilometer ist ja easy. Schade eigentlich, aber gut. Man kann nichts machen. Ist manchmal so. Schön der Tieflader, oder? Ja, das ist halt der mit der Tieflader-Geschichte. Deswegen... Oh, Alter, mit der Maus ist das so ätzend. So. Zeit zu gehen. Genau, Hase. Das siehst du vollkommen richtig. Wir wollen uns einen Tee angucken. Da können wir ja gleich... Da können wir doch hier... Fahren wir einen zweiten an. So. Den Lifty machen wir mal hoch. Ciao, ciao. Biege nach rechts ab. Verpiss dich, wehe.
Demnächst links abbiegen. Jetzt marschiert er natürlich. Jetzt können wir ein bisschen Sprit sparen, ist das schön. Schöne. Oh, alter Scania, da. Vögele. Vögele. Nicht Vögele, Vögel. Vogel. Jawohl. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, ne? Biege nach rechts ab. So, Feuer mal, Janne. Oh, 100? Holla! Immer geradeaus. Ja, ja, aber wir wollen erstmal immer nicht geblitzt werden. Das ist ganz wichtig. Das wäre es jetzt auch. Das wäre es jetzt wieder gewesen. Da kriegst du ja auch gar nicht mit. Das Tier, der reißt ja. Da wirst du ja in Sitz gepresst. Das ist ja unglaublich. Wahnsinn. Dennis mich nur an, der ist ja noch aufgeregt wie ich. Was jetzt ist, kann er ihn holen. Am liebsten würde er jetzt schon losfahren. Ich sage, hallo, ich muss mir den jetzt mal genau angucken. Aber ich sag mal, zu 90% wird das wohl so losgehen. Dann muss ich mir also jetzt den erstmal angucken. Dann mit Daxa telefonieren. Ja, so sieht's aus. So ist der Plan. Wir warten. So 18 Uhr. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Ja, aber Mäuschen, ich muss jetzt auch irgendwie mal. Da muss ich bestimmt da hinten lang. Okay. Muss ich nochmal überlegen. Die Garage. Scheiße. Scheiße! Das macht man nicht, ich weiß, aber das ist jetzt gerade. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Also, ich muss hier zur Werkstatt hin. Wie komme ich denn da hin? Komme ich denn von da darüber? Muss ja. So. Aha! Sehr gut. Auf geht's! Rechts
rechts abbiegen. Läuft. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, das tun wir. Ist aber auch verwirrend hier, muss ich sagen. Alter, was ist denn das hier? Wir sind heile angekommen. Ah, hier muss ich lang. Oh, Alter! Mensch, Egon, komm jetzt. Wie jetzt? Fahre ich auf der falschen Seite? Nee, ne? Ach du Scheiße. Sorry! Ich bin gleich weg. Oh. Digga, was für ein... Bin ich froh, dass ich hier bin. Alter Schwede. Jetzt reicht's aber auch. Wo steht er da schon? Oha, bist du gerade schon aufgewacht? Boah, das ist ja ein Wirrwarr hier, meine Fresse. So, hier stellen wir uns mal schön gemütlich hin. Oh, und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein. Na. Was ist das denn? Was ist denn hier mit dem? Bewegt sich ein Kran? Also irgendwann muss ich hier. Hä? Halluzination. So Leute, ich würde sagen, wir gehen mal raus, rein. Ich bin mega aufgeregt gerade. Also mehr geht gar nicht. Ja. Ich vergesse sogar den LKW zuzumachen. Läuft bei mir. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es echt kaum erwarten, Alter. Okay. Ich würde sagen, wir schauen rein. So, dann gehen wir mal rein. Ich bin echt gespannt. Ich will mal schauen. So. So, und meine Freunde. Yes. Yes, 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 we can. Ach, guck mal. Guck mal. Mein Motorgetriebe fehlt. Ich würde sagen, er bin vor dann alles vorbereitet. Nein, Quatsch. Spaß. Das ist er. Um den geht's. Um den geht es. Oh mein Gott. Also dafür, dass mein Motorgetriebe fehlen soll,
Leck mich. Ist das geil? Ist das geil? Das ist schon... Ja. Freunde. Das ist traumhaft. Oldschool. Oldschool pur. Da hüpfen wir rein. Alter, Lack ist der Lack. Alter, ist der noch gut. Lecco mio. Oh. Oh, du Scheiße. Ist das geil. Alter, der steht noch echt gut da. Ja, 20 Scheine, Kinders. 20 Scheine. Aber tipptopp. Das ist doch noch. Oh, geil. Richtig geil. Also da muss ich gleich erstmal ein Foto machen. Da müssen wir doch mal, also da muss ich aber los. Scheiß die Wand, Alter. Boah. So, Freunde der Nacht, ich werde, wie gesagt, mein Wochenende hier verbringen. Und, ja. Ja, und ganz wichtig, jetzt mit Daxa telefonieren. Das ist jetzt das A und O. Dann Dennis anrufen, dass er loslegen kann und dann wegholen und dann kann er dabei. Dann muss er dabei. Richtig, richtig geil. Guck mal, da hat er sich schon Spaß erlaubt. Hat einen Aufkleber drauf gemacht. Haha, BB 18. Na gut. So, Leute. Das war's fürs Erste. Ich freue mich auf die nächste Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal gucken, wie weit wir denn mit dem sind. Ob wir denn schon ein bisschen weiter sind. Wir werden sehen. Bis dann. Reingehauen. Euer Bollemann.